Ist ja der gleiche, der wird ja an beiden Stellen, das ist ja so. Oh Gott. Auf Level 1 würde ich die nicht fighten wollen, meine Liebe, bei ihnen. Nope. Ich weiß nicht, ob der eine Kill auf Draven es wirklich wert ist, dass jetzt Lee Sin und ich einen Kill haben. Bin mir nicht so 100% sicher. Und ich habe ich den Kill übelst gesnackt von ihm. Und Vayne, dass du nicht gegen Soraka Draven traden kannst, erstmal ist logisch. Testen wir mal ihre Dodge-Skills. Ah, ersten Dodge hat sie nicht geschafft. Kannst du mal aufhören, gegen ihn zu traden? Also, ich stirbt halt jetzt, ne? Nope. Oh, sie ist noch weiter unten gelaufen. Krass. Du bräuchtest Leben oder musst Base gehen? Sonst macht er gleich ein... Ja, macht er lustige Sachen mit dir. Ja, nicely. Geflasht? Geh mal weg. Ich weiß nicht, was hier, warum die Vayne noch mal reinkommt, tatsächlich. Das ist mir vollkommen unklar. Aber hier ist ja komplett... Schon hat noch gegealt, der Draven vorhin. Hier ist ja komplett... Gehend. Ja, ich habe auch nicht gut gespielt, ich weiß. Sag ich Base, wenn ich mein bestes Item bauen kann. Herzkeks. Du kannst nicht farmen außerhalb vom Tower, wenn ich nicht da bin. Wann raffst denn du das? Im Tower kannst du es vielleicht, ja. Ja, tschüss. Ja, dass die beiden nicht gestorben sind bei der Aktion. Das ist mir ein Rätsel, weil die Soraka gerade einfach nur rumstand. Holy shit, Mann. Autotext kannst du nicht ausplayen. Nicht als der Champ, den du gerade beschrieben hast, nee. Der ist ein bisschen nervig, der Typ. Tatsächlich. Was soll ich denn da machen? Ja, er hat doch alle reingeflasht. What the freaking fuck? Da habe ich leider Cooldowns. Da habe ich actually Cooldowns. Dead miese Kills. I need. So. Kogma plus Ludo und dann noch irgendwie Karma oder O in Mitte ist einfach zu OP in Solo Q. Ne, nur wenn das mitspielt. Ah, machst du gut, Vayne. Well played, Bot. Das liegt nicht an den 4 Assists. Das liegt an der Missplay. Eventuell sollst du nicht einem Olaf ins Gesicht laufen. Wenn ich gerade meinen Knockup benutzt habe. Ich weiß nicht, was sie da macht. Ich weiß nicht, was sie da tut. Ich halte gerade die Minions für sie, ne? Ich hoffe, das appreciated sie irgendwann nochmal. Auch wenn sie kein einziges Minion von kriegen wird, wahrscheinlich. Jetzt geht sie Toplane, Alter. Komm schon. I'm the carry now. Dann kann ich auch rauspushen. Also ich gebe ja recht, dass ich vielleicht nicht hätte alle Kills nehmen sollen, aber... ist halt trotzdem nicht wahnsinnig... Nee.
Der Yasuo will da nicht. Spann dich mal. So, von mir aus, guck mal, jetzt, aber... Jetzt sollst du aber da weggehen. Und oh, lol. Er hat nicht meinen Assist gekriegt. Er hat nicht meinen Assist gekriegt für den Shit. Was macht denn die Diana da? Können wir das da machen jetzt, wo wir hier irgendwie ein bisschen Dominanz haben? Oh lol, den kann ich gar nicht CC'en sehen. Wäre schön, Jungs, wenn ihr irgendwie kommen könntet. Dankeschön. Ah, oh, danke, 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 danke. Uff, das war allerletzte Sekunde. Ja, ich weiß, es war, also ich wusste, dachte, dass er nicht geslowt werden kann, aber dass es auch nicht genockt werden kann, wusste ich halt nicht. Das habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Oh nö. Oh nö. Das einzige Positive ist, dass der keinen Bock auf mich hatte. Dass der Fisch mir die Ult gibt und dann nichts tut. Das finde ich ziemlich nice. Tatsächlich. Aber Olaf heilt sich halt viel zu stark dagegen. Oh lol, Vayne mit dem Tumble stealt den? Lol! Oh, aber sie ist trotzdem tot. Tschüss, Vayne! Immer noch kein Ding ins Wummens. Keine Ult. Ich hab keine Ult, dass ich da reingehen könnte. Och, nö. Warum geht ihr da alle rein? Muss ich das verstehen? Ich hab halt immer noch keine Ult ab. Wenn ich Ult ab hätte, wäre das alles anders gewesen, tatsächlich. GG. Der Yasuo schreibt GG. Der Yasuo schreibt GG. Wie gesagt, hätte ich da ulten können, hätte man die ordentlich gefistet. Aber ich konnte noch nicht ulten. Ja, ich habe einen Kill. Guck mal. Ja. Facecheck, Vayne. Hello. Ach, Mann. Was fightet denn jetzt schon wieder dort? Wieder 13 Sekunden bis Ult, ne? Die Schweine füttern. So soll man seine Eltern aber nicht nennen. Oh Gott, au! Oh. Ja. Wieso versagen eigentlich jetzt alle? Die ist halt komplett out of game. Aber ich bin trotzdem nicht so richtig begeistert darüber, was hier passiert. Kommt immer eine Annie mit Teleport in den Tower. Warum auch nicht? Ich war zuerst da, geh weg, Lumi. Terminiert. Terminiert, terminiert, terminiert. Dass wir so viele Terminations kriegen, ist eigentlich schon wieder Kacke. Lol. Ich stehe halt auf 8-3, ne, Jungs? Krieg ich jetzt wieder geflamed? Oh je.
Ich sehe schwarz. Warte mal, kaum Damage. Holy smokes. Das ist mein True Damage, macht er halt nicht viel. Der ist ein bisschen fett. Da muss ich flashen, sonst hätte mich ja noch mehr Auto-Attacked. Der ist ganz schön schnell, der Tut. Der Tut. Was? Dude! Entspann dich mal. YouTube-Plays kommen dann ganz allein, wenn du einfach nur gut spielst. Einfach nur entspannt spielst. Und wieder ein Fisch von der Seite geflogen. Oh, aua. Das tut weh. Die tat weh. So, jetzt sind wir Morellos fertig. Und der Lee Sin, der versucht es zumindest. Aber Olaf skaliert halt einfach besser. Das ist ein Schwein gehabt. Alter, ist der schnell. Alter, ist der schnell. Alter, die haben aber auch übertrieben hier. Okay, die wollen mich halt komplett. Okay, aber die trauen sich nicht weiter reinzugehen. Das finde ich ziemlich nice. Alter! Ich hab keine Cooldowns mehr. Moment mal, aber jetzt hab ich einen doch Knock-Up trotz Unaufhaltsamkeit, ne? Was macht ihr da? Okay, ihr wollt da einfach den reinbaiten. Und Wayne hilft ihm halt noch. Sehr schön. Ass. Jetzt macht ihr hier sowas einfach durch. Ist ja so ein übelst schweres Game, ey. Das ist ein persönliches Lumi-Problem. Tatsächlich finde ich es aber gut, weil ich kann halt den. Warum ich es gut finde, ist, ich kann es größer machen. Oh, das ist nicht gut. Da habe ich vielleicht ein bisschen hart gefeedet. Ich stehe aber auch irgendwie kacke. Weil es eigentlich ziemlich nice ist, von der Seite mit Velcro zu schießen. Wenn man da ein bisschen andere Möglichkeiten hat. Aber wir haben einen Turm gekriegt. Und Wayne hat die Annie solo gekillt. Das ist auch ziemlich nice. Joa, den Knock-Up hat er nicht mitgerechnet. Finde ich gut. Mach den Turm weg. Mach den Inhab weg. Mach das Game weg. Wir haben gewonnen. Ohne Wayne. Außer, dass die gerade solo unten die Annie gekillt, habe ich von der keine gute Aktion gesehen. Holy shit. Wir haben gewonnen. Muss was Sinnvolles zocken? Achso, für den Kommentar. Nee. Da ich mich genauso verhalte, wenn ich bei Lumi im Stream bin, kann ich dafür keinen Timeout geben. Tatsächlich finde ich am sinnvollsten tatsächlich hier, oder am besten hat sie tatsächlich gespielt. Deswegen würde ich ihr mal den klasse Spielführer geben. Weil die Diana meinen Mann am besten reingecarried hast. Ja, und wieder ein S mit Velkos. Moment mal, Deppen macht man so. Easy peasy, lemon squeezy.